Also meine Lieben, wir beginnen heute mit meinem allerersten YouTube-Video. Ein richtiges Video, was ich auch schneide und woran ich arbeite. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich euch Edna und Harveys Ausbruch hier auf YouTube hochlade. Ich hatte das live von Stream gespielt und jetzt möchte ich euch gerne dieses Video hier hochladen, nach und nach. Also, wir beginnen heute mit Part 1. Ich freue mich drauf. Viel Spaß beim Video. Wir brechen aus. Hey, Liska! Wir brechen aus. Und hoffen, dass es uns auch gelingt. Meine Pizza ist noch im Ofen. Also wird es kurz ein bisschen länger dauern. Weil ich meine Pizza noch aus dem Ofen holen muss, noch halt zwischendurch. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir brechen aus. Wie gesagt, zwischendurch bin ich nur mal mein Essen holen. Hat einen sehr bitteren Humor, das Game. Mir geht's auch soweit gut. Noch funktioniert alles. Ja, wenn gefragt wird, Liska als Artist. Bei Fu. Wenn das Intro hier läuft, kann ich noch mal gucken gehen. Was ist los? Ach nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Ha. So, jetzt können wir starten. Jetzt brech mal aus. Erstmal um ein bisschen was von der Jungfrau mitzubekommen. Ist von diesen Schallschluckpolstern? Ich denke, es sagt ein bisschen was aus. Sie spricht. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ja. Ich nehme das als Ja. Ich habe dich gefunden, Stuhlbein. Jetzt bist du dran mit Suchen. Eins, zwei, drei. Mist. Es hatte bereits das beste Versteck. Sagt ein bisschen was aus, denke ich. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Wieso? Er ist kaputt. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Wir müssen sehen. So. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung. Ich mag sie, ne?
Ja, verrufen. Ich finde auch, Liska hat das mehr als verdient. Ich finde, sie ist erstens top zuverlässig, ne? Ich krieg ja immer so schöne Emotes zugeschickt. Hallo? Und schon Hallo? Deswegen. Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie ja, aber warum denn? Uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Warum darf ich nicht raus? Also die Frage stelle ich mir jetzt echt, ne? Es doppelt sich der Sound. Gleich nicht mehr. Ich kümmere mich mal eben drum. Zweitausend Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. 12 Sekunden später. 3:28 Uhr nachts. 3 Wochen später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Irgendwann später. 12 Uhr mitternachts. Inzwischen 8:01 Uhr abends. Am nächsten Tag. 20 Minuten später. 6 Stunden später. 1 Minute 37 Sekunden später. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Später. 3000 Jahre später. 2 Stunden später. 3 Tage später. 1 Stunde später. 2 Stunden später. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. So, jetzt immer noch oder jetzt nicht? Du müsstest nachgegeben haben. Hey! Hallo! Mann, ist ein Lärm da drin. Was willst du? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Da findet er sich lustig, ne? Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Ich habe einen Ton leiser gedreht vom Fernsehgerät. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Jetzt hört er mein Essen noch nebenbei. Ich schneide mir nebenbei noch eine Pizza. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Ja, denkst du, ich versuche mal nett zu sein. Man wird in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ja, dann lass mal neue Luft rein. Aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Mhm. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Oh. Wie gemein, okay. Ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür hast. Hi Godo, alles klar? Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier. Wir schleimscheißen jetzt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Ui, toll. Godo, ich hoffe, bei dir ist alles fit. Danke für den lustigen Song, ne?
Wenn ich ihn jetzt frage, ob den Schläger seine Mami gekauft hat, meint ihr, der ist dann böse auf mich? Wir müssen ja sagen, wir müssen ja uns einschleimen, hat Verrufen gesagt. Also schleimen wir uns ein. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Der Dude ist echt ein bisschen gruselig. Wow! Glück gehabt. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ich hatte eine Idee. Solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du eine X drauf. Der Song ist richtig lustig, ne? Konnte ich brennende Kettensägen jonglieren? Konnte ich barfuß Polka tanzen? Oh, Komm, wir teleportieren, ist geil. Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Tempomorphen. Wir tempomorphen jetzt. Hallo? Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt Vergangenheit tempomorphen? Mhm. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Der Song sollte eine Hymne werden, eindeutig. Der Song sollte eine Hymne sein, wirklich. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, das passt doch. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie? Dr. Albert. Marcel? Doch, Albert finde ich gut. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Deswegen sitze ich bestimmt, weil ich seinen Sohn geärgert habe. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Vielleicht weiß das jemand, wenn man das Öl verwenden könnte. Ich sollte sie fragen. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war es, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Hab ich. Sie sind das erste Puzzleteil in diesem Rätsel, da bin ich mir ganz sicher. Aber Öl kann man auch immer gebrauchen. Edna? Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Ah.
Anders macht jetzt keinen Sinn für mich. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Ich dachte hart. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Das schaffen wir, Edna. Ich kann nicht essen, Leute. Ich erinnere mich jetzt wieder dran, warum ich VTuber bin. Damit ihr nicht seht, wie ich mich bekleckere. Oh, das genau ist deswegen. Ja der linke ist Mathis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel. Warum ist mein Vater mit einem fremden Kind eins und sein eigenes Kind muss im scheiß Keller sitzen, ja? Warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe wir probieren es gleich mal. Fußnagels befreien konnte. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Vielleicht kann Edna ja was von ihm lernen. Komm, wir probieren es einfach mal. Träume ich etwa? Das ist doch Alfred, der Sohn von Dr. Mas. Edna hat früher oft mit ihm zusammen spielen müssen. Er war das nervigste Kind im ganzen Ort. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem Becher Eis. Da stimmt doch was nicht. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Das ist Mathis, Edlas Vater. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit diesem nervigen Alfred ein Eis isst. Und dass während Edna im Keller eingesperrt ist. Das ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Mathis mit diesem Alfred bei einem Eis zusammensitzt. Wir können ihn weder vom Stuhl schubsen. Wer hat jetzt bitte schon nicht Bock auf Eis gekriegt, ne? Leute, wer von euch hat jetzt Lust auf Eis? Wartet mal, bevor wir... Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut. Zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Geht ja gar nicht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Ach so. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar richtig räudig, geht gar nicht. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Kommt schon so ein bisschen, ne? Wie, Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh, schon wieder? Der will das Kind haben, weil er glaubt, dass es ein besseres Kind ist als sein eigenes. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst?
Ein abgebissenes kann man das mal probieren? Ja nicht so schwer zu beschaffen. Hat das mal irgendjemand probiert? Mit einem Fußnagel? Und jetzt? Schrauben zu lösen? Geht das? Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Komm, wir probieren es mal. Wir probieren es einfach mal. Ne? Also. Ja, was willst du denn anderes machen, ne? Not macht erfinderisch. Das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Es hat wirklich. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Was hat die für Fußnägel? Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Also, das klappt so nicht. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als ja. Ha! Hä? Ach so. Das klappt so nicht. Ach so, L2. Ich bin offen, Leute, wenn ihr das probiert, ne? Für die Nachrichten. Ich verzichte. Also... Liebe Leute, falls ihr es noch nicht wisst, ich gehöre zur Menschheit, die Füße eklig findet. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich würde ihn einfach nochmal rufen, ne? Hallo! Na Süße, was gibt's diesmal? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun und dich mit etwas Glück müde machen. Ach komm. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Was? Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Boah, hurra. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitten? Iggy, hi! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Oh. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Oh, der Papi! Stiesel Senior. Echt? Hallo! An seinem Sterbebett übergab er mir... Das war der Papi! ...aus klapprigen Händen. Sein... Stiesel und Sohn Titanium 7er Eisen. Sein Glücksschläger. Ich hätte es mir jetzt nicht sagen dürfen. Ich sollte damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Nice. Oh, das klingt doch sympathisch, ne? Warum nimmst du nicht Papis Schläger?
und schlägst ihn dir über den Kopf. So etwas. Ey, das wäre so ich. Mein armer Vater. Na, warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Das ist so ein bisschen wie in der Kita, ne? So eine trotzige Kinderdiskussion. Da gibt's nichts zu schrauben. Dann halt mit Gewalt. Komm, wir nehmen das uns jetzt einfach. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Pow! Weg ist es. Der Schlüpfer. Ich trage nun rosa Schlüpfer. Diese Edna ist ein zäher Brocken. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein... Störender Rotationskörper, hinfort! Und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Der hat Dreck am Stecken. Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Moment, ganz kurz. Sind die jetzt fertig? Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ja, das ist alles schön gut, aber ich habe eine andere Frage. Wir erinnern uns mal ganz kurz an den Alfred zurück, ne? Der Alfred war brünett und hatte eine normale Hautfarbe. Warum ist dieser Arzt lila? Jetzt mal echt? Warum ist der Arzt lila? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Also, ich frage für einen Freund. Oh, lass uns mal hier umgucken. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Hallo Zeitung, was hast du mir heute zu erzählen? Vielleicht ist aber Harvey adoptiert. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Nehmen wir mit. Ich kann klauen. Och, das nehmen wir auch mit. Das kann ich nicht noch so mitnehmen. Kann ich die Bilder auch mitnehmen? Nee, geh mal da wieder rein. Bitte, danke. Kann ich das auch mitnehmen? Ich will das Foto nicht mitnehmen. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius. Kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok, das stimmt wohl. Und das da will ich auch mitnehmen. Kann ich die Lampe klauen? Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Ach so, das ist nicht die Lampe. Aber das da kann ich... Ach komm, wir klauen den Kugelschreiber. Das müsste doch gehen, oder? Aha! Okay, wir lesen... Nein, noch nicht. Ich will mir das dann noch angucken. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Bussi-Bär. Ich hatte als Kind auch immer eine Bussi-Bär-Zeitung. Da gab es noch so Spielzeuge drin, die recht schnell kaputt gegangen sind. Die Frage ist auch,
wo du das Zeug hinpackst. Nein, den rosa Schlüpfer, wo denn sonst? BH trägt sie leider nicht. Mörder gefasst. Der Familie nicht genannt werden soll. Bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatian Marcel, dem Leiter der hiesigen Psychiatrie-Heilanstalt, überantwortet wird. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie, Nichtraucher, im Streiche zu vermisst. Diese Meldung könnte sensationeller nicht sein, wenn sie ein Überschallhuhn. Also, ich finde es jetzt schon ein bisschen mies, dass unten der Artikel nicht weitergeht, ne? Ich würde gern wissen, was mit dem Nichtraucher passiert ist. Schade. Kann ich den Tisch mitnehmen? Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Okay, wir gehen. Huch. Huch. Tschüss. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Scheiße. Ich hatte Hilfe von außen. Ich muss zur Toilette und habe mich verlaufen. Ich habe geheime Psykräfte kommen bestimmt geil. Ich habe geheime Psykräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich entkommen bin? Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein, das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal, ihn zu schlagen, ne? Das hat ja ganz toll funktioniert, nämlich gar nicht, ne? Also das klappt irgendwie nicht. Irgendwie rennen wir jetzt nur um den Tisch. Also es hat jetzt nicht... Ich würde sagen, den lassen wir jetzt einfach hier liegen und gehen. Ich sollte erst Holger beiseite schaffen. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madam. Ich würde sagen, wir stecken den in den Kamin. Wir machen eine Leichenverbrennung. Ein Kamin. Quelle der Häuslichkeit und Wärme. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich habe keinen Anknopf gefunden. Ja, ich weiß. Es sieht aus wie ein Plastikkamin mit Elektrofeuer. Aber er ist wirklich aus Stein und fest in der Wand eingebaut. Ja, okay, dann lass doch einfach... Okay, wir tun ihn in den Schrank. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Oh, wir tun ihn in den Schrank? Das wäre jetzt so die Lösung, die mir einfallen würde. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß... Der Schrank. Ich hätte nicht ganz ehrlich, guck mal, unten hast du Holz. Na? Jetzt mal unter uns. Ich hätte den verbrannt. Na? Komm, wir nehmen die Blume mit. Nee, warte mal, ich will die Blume mitnehmen. Hoppla. Absi!
nicht. Ich hab Angst, dass der jetzt, weil der jetzt ja mit dem Kopf nach unten ist, ne? An der Hirnblutung stirbt oder so. Ach, das passt schon. Komm, wir gucken erst hier. Können wir hier durchs Fenster abhauen? Also ich würde durchs Fenster abhauen. Schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Falscher Knopf. Leider hat dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Das ist natürlich ein Problem. Wir machen es auf. Was haben wir hier denn alles? Oh, hu, hu, hu. Pfoten weg. Huch. Ein redendes Hirn? Kann ich mit dem reden? Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo? Bobo? Nein. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Wurde ich gerade von einem Gehirn bedroht? Also Liska, also mir Sorgen machen, weil ich ihn verbrennen wollte. Da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so raus, ne? Ich musste mich vor diesem Gehirn hier verteidigen. Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Macht mich das, weil ich ihn verbrennen wollte? Zum Insassen dieser Psychiatrie? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Böse! Selbst wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Okay. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Kann ich den mitnehmen? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Okay, wir mögen Alf nicht, ne? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Schade. Ausnahme der Explosion. Deswegen wollte ich es ja mitnehmen. Hm, schmeckt nach Ananas. Hat die das jetzt getrunken? Oh Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Hulgur, bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Okay, Leute, lasst uns mal weitergehen. Und hier nicht weiter rumspielen. Hier haben wir eh keinen Weg. Use the Luke Force. Okay, das ist ein Satz mit X. Hey! Oh, oh. Wer bist du denn? Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Oh, shit. Was soll das? Sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus. Nö. Und hol mich. Ja. Echt mal. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ach, das ist der. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Das ist der gruselige Minigolf-Profi. Wollen wir da mal eine Runde rumspielen? Ich empfange auch so schon genug. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Hören Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Menschen mit großen... Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Menschen mit großen... Ich will's wissen. Muss ich Scheiße. Show gucken.
Wie sympathisch willst du sein? Er so, ja. Jetzt wissen wir, wie er aussieht. Macht's nicht besser. Er ist trotzdem gruselig. Ja, lass dich einfach reingehen. Aber wir brauchen 10 Nägel, würde ich sagen. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es wow. Irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Aber jetzt mal unter uns, ne? Das sieht schon echt cool aus. So hinten mit der Kirche und so, ne? Also jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist Edna, dadurch, dass wir gesehen haben, dass der Typ ein Problem mit ihr hat, ne? Ist jetzt meine Frage, die sich mir stellt, ist Edna wirklich bekloppt? Die machen wir hier lieber zu, oder? Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Wir machen hier mal lieber zu. Ja, wir legen Buch drauf. Namen im Lexikon Nachschlager. Der zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... So, hey! Leute. Jetzt hauen wir ab. Was soll das? Ich bin der eine... Drin. Der eine liegt im Schrank. Hallo! Der Hugo! Andere... Dr. Marcel! Irgendwer! Ist jetzt da eingesperrt. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen wegen dem Doktor. Kommt, wir hauen ab. Nichts wie weg. Oh, oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue, wer sonst? Um ehrlich zu sein, ich bin eine entlaufende Irre. Ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Schon mal was von Tor Gottes Donnerstag. Oh, das ist gut. Meint ihr, wir fliegen auf, wenn wir so provozieren? Ich weiß gerade nicht, wo wir sind, ne? Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Schon mal was von Tor Gottes Donners gehört? Na gut, Tor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Der ist genial, ne? Kann ich deinen Schlüssel mitnehmen? Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Das war wohl nix. Okay. Also den Schlüssel können wir nicht mitnehmen, aber wir hauen jetzt einfach mal ab. Ich würde sagen, wir müssen noch ein paar Etagen runter. Meint ihr das? Ich denke mal, hier ist der Ausgang. Oh oh. Scheiße. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Wer sagt das? Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich bin doch nur zu Besuch. Ich bin doch der Neue. Wir nehmen das, ne? Wir nehmen jetzt das. Liska, ich guck mal schnell nach. Wir nehmen jetzt, ich bin doch der Neue. Ich bin doch der Neue. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder? Nein, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich bin's leid. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, ihr Lieben.
Das war's leider schon wieder. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Jetzt findet ihr hier noch die anderen Videos. Schaut sie gern euch an. Dort sind noch alte Streaming-Highlights, die ich hochgeladen hatte. Ich versuche zu nächster Woche das nächste Video hochzuladen, so dass ihr weiterschauen könnt. Vielleicht schaffe ich es auch diese Woche. Das war's von mir. Ciao!